Geschichte der Deutschen geprägt hat. Im Jahre 1489 reiste Willibald Pirckheimer aus Nürnberg zum Studium nach Italien. Er war 19 Jahre alt und glaubte, die Welt zu kennen. Aber hier im Süden gingen ihm die Augen auf. In Italien, in Florenz, war alles anders als in Deutschland. Das Leben schien heiterer und freier. Man konnte es vom einfachen Handwerker zum Palastbesitzer bringen. Reiche Bankiers und Kaufleute besuchten Vorlesungen über Plato. In Florenz gab es mehr Künstler als in Nürnberg Schneider. Die Frauen waren den Männern gleichgestellt und genossen hohes Ansehen. Hier galt jede einzelne Persönlichkeit, anders als in Deutschland. Willibald Pirckheimer sah aufregende Kunstwerke. Gestalten, nackt, ganz nach der Natur geschaffen. Ein Theologe in Florenz ließ Gott zum ersten Menschen sagen, ich habe dich ins Zentrum der Welt gestellt. Du bist dein Herr. Du kannst zum Tier absinken oder dich zum Göttlichen emporschwingen. Alles hängt von deinem Willen ab. Es war Pirckheimer eine Lust, in Italien zu studieren. Er genoss die geistige Freiheit und die schöpferische Atmosphäre. Mit seinen Freunden wandelte er über die antiken Städten und gedachte der alten Griechen und Römer, ihrer weisen Schriftsteller und Philosophen. Jeder Einzelne, mag er auch in der Masse untergehen, hat seinen eigenen Wert. Er gibt sich und der Welt einen Sinn mit Kunst und Wissenschaft und er kann glücklich sein. Diese Erkenntnis leitete Pirckheimer sein ganzes Leben lang. 6 Jahre später, 1495, rief ihn der Vater zurück nach Deutschland. Schweren Herzens nahm er Abschied von seinen Freunden und Professoren und von einer italienischen Dame namens Bernarda. In Deutschland fand er nichts von dem klaren Geist der italienischen Welt. Das Land litt unter dem Gezänk vieler Landesfürsten. Der Kaiser, Maximilian, hatte sich in den Kopf gesetzt, Papst zu werden. Aber er war nicht einmal Herr im eigenen Land. Die wirkliche Macht lag bei den Fürsten. Sie versuchten, ihre ineinander verschachtelten Länder zusammenzufassen und einheitlich zu verwalten. Pirckheimers Vaterstadt Nürnberg lag im Zentrum der Verkehrswege zwischen Italien und Schweden, Frankreich und Böhmen. Früher war Nürnberg Besitz der deutschen Kaiser. Als die Kaisermacht schwächer wurde, gewann Nürnberg an Selbstständigkeit. Die Stadt stieg auf zu einem Staat mit 40.000 Einwohnern. Hier lebte der vielleicht reichste Mann Deutschlands, Bartholomäus Viatis, mit einem Vermögen von über 1 Million Gulden.
Nürnberger Bürger genossen unvergleichliche Handelsprivilegien im ganzen Reich. Dafür hatten die Kaiser gesorgt, die allesamt bei den Nürnberger Kaufleuten hoch verschuldet waren. 1495 erreichte Pirkheimer mit griechischen Lehrbüchern und römischen Liebesgedichten im Gepäck die Tore der Stadt. Nach dem Willen des Vaters sollte Willibald Ratsherr werden. Aber der junge Mann hatte ein freies Leben in Italien genossen. Nürnberg schien ihm provinziell. Schon das Äußere der Stadt spiegelte altes Denken. Hier gab es keine Reformer oder Weltveränderer. Alles ging noch seinen gewohnten Gang. Man hatte viel erreicht. Auf der alten Kaiserburg lagen sogar die heiligen Insignien des Reiches. Und ihre Verwaltung oblag der Stadt. Pirkheimer träumte von anregender Arbeit in geistiger Offenheit und von einem sinnenfrohen Leben mit Liebschaften und Abenteuern. Aber er fügte sich dem Schicksal. Sein Vater verschaffte ihm eine Ehefrau und dann wurde er Mitglied des Nürnberger Stadtrates. So altmodisch waren die ehrwürdigen Herren gar nicht. Sie hatten eine neue Ordnung ausarbeiten lassen. Das alte mündlich überlieferte Gewohnheitsrecht mit seinen Zufälligkeiten und willkürlichen Entscheidungen galt nicht mehr. Alle zivilen Rechtsangelegenheiten waren nach dem Vorbild römischer Gesetze schriftlich niedergelegt worden. Die Verwaltung Nürnbergs sollte durch das neue Recht vereinheitlicht und vereinfacht werden. Es gab heftige Debatten um das Gesetzbuch, denn nun hatten die Juristen mit ihren lateinischen Fachausdrücken das Wort. Männer vom Schlage eines Hieronymus Holzschuher waren es, die Nürnberg von Grund auf modernisierten. Über Generationen konnten sie ihre Macht behaupten. Die Holzschuhers saßen ohne Unterbrechung von 1317 bis 1806 im Stadtrat. Augsburg. Nach einer Sitzung verlassen die Herren das Ratsgebäude und treten auf den Markt hinaus. Drei Fernhändler wickeln ein Geschäft ab. Vielleicht ist eine Fracht Gewürze aus Venedig angekommen, die weiterverkauft werden soll. Im Schlitten rauscht eine elegante Dame durch das bunte Treiben auf dem Platz. Hier sind alle Schichten versammelt. Die Bauern des Umlandes, kleine Handwerker und Krämer, Fuhrleute und Tagelöhner. Nach göttlicher Bestimmung hat jeder seinen festen Rang und sein gesichertes Auskommen. Diese Stadt ist eine harmonische Welt für sich, sagt das Bild. So wollte es der Auftraggeber. In Wahrheit hatten die meisten Städte wie Augsburg als eigenständige Staaten keine Zukunft. Die Kosten für Verwaltung, Diplomatie und Verteidigung überstiegen die Einnahmen. Das Regieren war kompliziert. Man brauchte fachkundige Berater. Aber welcher Patrizier respektierte schon die blassen Gelehrten, die nichts konnten außer klug daherreden? Pirkheimer war ein Fachmann und Nürnberg war gut beraten, ihn gewähren zu lassen. Mit seinen Sprachkenntnissen und seiner weltoffenen Art verhalf er Nürnberg zu hohem Ansehen. So fand man sich ab mit seiner Arroganz und Grobheit. Erst als Pirkheimer begann, Übersetzungen antiker Texte voller unmoralischer Lehren zu verbreiten, war für die Ratsherren das Maß voll. Pirkheimer verließ den Rat und führte ein Leben nach seinem Geschmack. Er wechselte Briefe mit Erasmus von Rotterdam. Was ist das richtige Christentum? Das war die Grundfrage der Zeit. Erasmus machte sich frei von den gewundenen Philosophien der kirchlichen Überlieferung und spürte den Wurzeln seiner Religion nach. Zurück zu den Quellen, zurück zum ursprünglichen Wortlaut der Bibel, zum Griechischen und Hebräischen. Erasmus veröffentlichte die alten Schriften. Dort lag die Wahrheit. Pirkheimer regte die Gebildeten in Deutschland an, gleichfalls zu lernen und zu forschen. Sie begannen, die Bibel in einem anderen Lichte zu sehen. Der Apostel Paulus war verheiratet. Christentum schien einfach und klar, wie die Sprache eines Homer. Diese Männer wurden ergriffen von der Vision einer besseren Welt, in der die Menschen ihre natürlichen Anlagen frei entfalteten. Sie nannten sich Humanisten. Mitte des 15. Jahrhunderts machte Johannes Gutenberg eine Erfindung, die die Welt veränderte. Er stellte Gießformen für Buchstaben her.
Dann erhitzte er eine Legierung aus Blei, Antimon, Wismut und Zinn und goss diese Schmelze in die Form, wo sie rasch erkaltete. Auf diese Weise entstanden einzelne Buchstaben aus Metall, die in beliebiger Kombination zu Wörtern, Zeilen, zu ganzen Seiten zusammengestellt werden konnten. Viele hundertmal ließen sich die Lettern verwenden. Von nun an waren Bücher schneller und billiger herzustellen. Die Auflage eines Buches konnte man fast beliebig erhöhen. Vorher wurden Bücher zur Vervielfältigung mühselig mit der Hand immer wieder abgeschrieben oder von Holzplatten gedruckt. Diese Verfahren waren sehr teuer. Man musste reich sein, um sich ein Buch leisten zu können. Gutenberg entwickelte nach dem Vorbild einheimischer Weinpressen eine Druckpresse. In den Rahmen spannte er Papier, dann färbte er den Buchstabensatz mit einer Mischung aus Kienspan, Galläpfeln und Ruß ein. Er klappte den Rahmen auf die Lettern, schob das Ganze unter die Presse, drückte Lettern und Papier zusammen und die Seite war fertig. Bis in das 18. Jahrhundert hat sich diese Technik nicht verändert. Von Mainz aus trat das neue Gewerbe einen Siegeszug an durch das ganze Abendland. Anton Koberger in Nürnberg besaß den größten Betrieb. 100 Setzer und Drucker standen an 24 Pressen. Zuerst kamen religiöse Werke auf den Markt. Die 42-zeilige Bibel des Johannes Gutenberg gilt bis heute als das schönste gedruckte Buch der Welt. Schon bald vergaben die Humanisten Aufträge. Eine Flut an gelehrtem Wissen, an Bildung überschwemmte Europa. Schlettstadt im Elsass wurde eine Hochburg antiken Geistes. Der Humanist Beatus Renanus schenkte seiner Geburtsstadt alle Schriften, die er besaß. 670 Bände mit über 2000 Titeln. »1494 schrieb der Universitätslehrer Johannes Reuchlin, man solle Hebräisch lernen, um die Weisheit der Juden zu verstehen. Ein gewisser Pfefferkorn dagegen behauptete, man müsse alle Schriften der Juden verbrennen, da sie die christliche Religion beleidigten. Wütende Auseinandersetzungen spalteten das gebildete Deutschland in zwei Lager. Für Reuchlin stritten die Humanisten, gegen ihn die Scholastiker. Die Schlachten wurden mit Feder und Tinte geschlagen, aber ihr Donner hallte bis in die Provinz, denn alle Gelehrten kannten sich und reichten sich ihre Bücher zu. Reuchlins Druckwerk, von dem der Streit um die jüdischen Werke ausging, gelangte bis nach Emden in Ostfriesland, wo es noch heute liegt. Ursprünglich gehörte das Exemplar Erasmus von Rotterdam, wie seine eigenhändige Inschrift belegt. Der Disput um die Judenschriften wurde nie entschieden, aber Buchdruck und Humanismus hatten die geistige Vorherrschaft der alten Kirche zutiefst erschüttert. Johannes Müller, genannt Regio Montanus, war Astrologe, Professor für alte Sprachen, Mathematiker, Bibliothekar und Bischof. In Nürnberg baute er die erste Sternwarte Deutschlands und gleich daneben eine Druckerei, um seine Erkenntnisse unverzüglich publizieren zu können. Regio Montanus konstruierte Fernrohre, Sternhöhenmesser und Kompasse und entwarf astronomische Tabellen, die die Ortsbestimmung auf hoher See erleichterten. Mit diesem Rüstzeug entdeckte Christoph Kolumbus im Jahre 1492 Amerika. Er führte den endgültigen Beweis, dass die Erde eine Kugel sei. Ohne die Studien der Humanisten wären die großen Entdeckungsfahrten nicht möglich gewesen. Auf der Suche nach verborgenen Handschriften fiel ihnen eine Erdbeschreibung des alten griechischen Astronomen Ptolemäus in die Hände. Die 1400 Jahre alte Beschreibung war für Mathematiker und Astronomen eine Fundgrube. Schon Ptolemäus hatte sich die Erde als Kugel vorgestellt. Er hatte einen Äquator berechnet und ein feines Netz von Längen und Breitengraden erdacht, mit denen sich die geografische Lage eines jeden Ortes bestimmen ließ.
Diese Berechnungen waren aber so kompliziert, dass die ersten Übersetzer der Schrift verzweifelten. Deshalb begann Regiomontanus, der Mathematiker aus Nürnberg, mit einer Neuausgabe, die Pirckheimer schließlich in seinem letzten Lebensjahr vollendete. Von der Kosmographia zehrten ganze Generationen von Wissenschaftlern. Einfache Sammler schauten sich nur den Kartenteil an und versanken dabei in Träume von fremden Ländern und wundersamen Völkern. Mit ihren Fingern verfolgten sie die Reise eines Schiffes, das im Jahre 1515 die Säulen des Herkules, die Meerenge von Gibraltar, passierte und in das Mittelmeer einsegelte. Das Schiff kam aus Indien und hatte seltsame Fracht an Bord. Unter Deck gefesselt, ein exotisches Tier, nie zuvor gesehen in Europa. In den Hafenstädten Frankreichs und Italiens erwarteten die Menschen mit Spannung das Einlaufen des Schiffes. Gerüchte liefen um, das Tier sei so groß und stark, dass sich selbst Elefanten vor ihm fürchteten. Jeder wollte diesen mächtigen Koloss mit eigenen Augen sehen. Sogar der französische König und seine Gattin kamen eigens angereist, um sich das Fabelwesen genau zu betrachten. Doch bevor das Schiff einen Hafen erreichte, lief es auf Grund und sank. Das Tier konnte nur noch tot geborgen werden. Es wurde ausgestopft, konserviert und präzise abgezeichnet. Das Rhinoceros, schrieb Albrecht Dürer, ist von dicken Schalen überlegt, sehr fest. Es hat ein stark Horn vorn auf der Nasen. Damit, so Dürer, läuft es schnell auf Elefanten zu und schlitzt ihnen die Bäuche auf, um sie anschließend zu erwürgen. Der Künstler aus Nürnberg verkaufte Flugblätter mit dem Bild des Rhinoceros. Ein gutes Geschäft, denn auch die Deutschen wollten etwas über dieses eigentümliche Geschöpf erfahren. Sie konnten nur selten lebendige Tiere aus anderen Kontinenten bestaunen, denn Deutschland war abgeschnitten von den großen Meeren und den Handelswegen in die Wunderwelten des Orients und Amerikas. Das ausgestopfte Rhinoceros gehörte dem König von Portugal, der weite Teile Indiens beherrschte. Die seefahrenden Länder am Atlantischen Ozean hatten Kolonien gegründet. Sie wurden immer größer. Deutschlands Rolle in dieser neuen Welt aber wurde immer geringer. Um 1500 schrieb der Nürnberger Arzt Hartmann Schedel ein Buch über die Geschichte der Welt. Merkwürdigerweise zeigten die meisten Bilder darin deutsche Städte. Zum ersten Mal erfassten die Deutschen eine Leidenschaft für ihre Geschichte. Sie wollten wissen, wie kraftvoll die germanischen Stämme, wie gewaltig die Herrschergeschlechter und wie reich die Städte einst gewesen waren. Die deutschen Humanisten erforschten und verherrlichten die Vergangenheit ihres Landes. Die Gegenwart bot zum Jubel keinen Anlass. In Nürnberg fertigten Schlossermeister Heuss und Kupferschmied Lindenast für die Frauenkirche ein Uhrwerk mit mechanischer Spieleinrichtung. Punkt 12 Uhr treten 7 Kurfürsten hervor und huldigen ihrem Kaiser, der sie alle wie ein Riese überragt. Diese Uhr sollte zur Schau stellen, woran es in Deutschland fehlte, an zentraler Macht. Kaiser war Maximilian I. Als Landesfürst von Österreich hatte er starkes Gewicht. Reichspolitik war dennoch fast unmöglich. Kein Gesetz, keine Steuer, ohne Mitsprache der Fürsten, Adligen und Städte. Dennoch träumte Maximilian vom Wiederaufleben kaiserlicher Herrlichkeit. Er brauchte Kanonen. Diese neuen Waffen würden in Zukunft über Sieg oder Niederlage im Gefecht entscheiden. Ein zentrales Magazin wurde eingerichtet. Maximilian kaufte hunderte von Geschützen modernster Bauart. Viele kamen aus Nürnberg, der Hochburg deutscher Waffenproduktion. Kanonen aber waren teuer. Der Kaiser stürzte sich in aberwitzige Schulden und dann führte er Krieg.
Frankreich hatte begonnen, Italien zu unterwerfen. Maximilian fühlte sich bedroht und beschoss die französischen Bastionen. Die jahrhundertelange Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich nahm ihren Anfang. Der Kaiser verlor den Krieg trotz aller Kanonen. Er hatte zu wenig Soldaten. Die Zeit der adligen Ritterheere war vorbei. Immer häufiger standen sich große Menschenmassen gegenüber, die mit Feuerwaffen ausgerüstet waren. Nur Spezialisten beherrschten die neue Kriegstechnik. Vor dem Einrichten eines Geschützes mussten Berechnungen angestellt werden über die Flugbahn der Kugel und die Stärke der Ladung. Es war diesen Berufssoldaten gleichgültig, für wen sie kämpften. Viele deutsche Landsknechte traten in französische Dienste, Schweizer standen in spanischen Heeren, Italiener in englischen. Nach einem Einsatz zogen sie geschlossen zum nächsten Kriegsschauplatz weiter. Diese Männer ließen sich hoch bezahlen. Wer im ersten Glied stand, verlangte gerechterweise doppelten Lohn. Sie alle wollten Bargeld sehen. Die Kosten für ein Regiment betrugen 35.000 Gulden jeden Monat. Wer in Deutschland besaß schon so viel Geld? Jakob Fugger hatte das Geld. Er verfügte über 2 Millionen Gulden. Er finanzierte den Papst, den ungarischen König und sogar den deutschen Kaiser. Die Fugger in Augsburg waren die reichste Familie Europas. Sie entschieden, ob Kriege geführt werden konnten oder nicht. Und sie machten die wirklich große Politik. 1519 gewährte Jakob Fugger dem spanischen König Karl einen Kredit von einigen hunderttausend Gulden. Mit diesem Geld konnte Karl die deutschen Kurfürsten bestechen und sich von ihnen zum neuen Kaiser wählen lassen. Fugger wusste, diese Wahl würde ihn noch reicher machen. Augsburg, geschlossene Gesellschaft. Im Festhaus tanzen die oberen Geschlechter. Fugger, Welser, Paumgärtner, Hochstädter. Große Familien, märchenhaft aufgestiegen. Sie vergeben Kredite und erhalten dafür Bergwerke. Sie besitzen alle Kupfer- und Quecksilberminen in Europa. In ihren Gießereien und Hüttenwerken sind Zehntausende von Lohnarbeitern beschäftigt. Wie moderne Unternehmer führen sie gewaltige Wirtschaftsimperien. Geld soll sich vermehren, die Preise müssen hoch, die Löhne niedrig bleiben. Mit ihrem Profitdenken sind sie die ersten Kapitalisten in Deutschland. Albrecht Dürer warnt in seinen Bildern die Reichen und die Mächtigen. Bedenkt das Ende der Welt. Im letzten Buch des Neuen Testaments hat Johannes geschrieben, und es kam einer von den 7 Engeln und sprach zu mir, komm, ich will dir zeigen das Urteil der großen Hure. Sie ist gefallen, Babylon, die große Hure. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen über sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Die Ware des Goldes und Silbers und die Perlen und Weizen und Vieh und Leiber und Seelen der Menschen. Die Händler solcher Ware werden stehen vor Furcht ihrer Qual, weinen und klagen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Die Menschen warten auf das jüngste Gericht. An diesem Tage wird der Herr die Auserwählten von den Verdammten scheiden. Und vor dieser Abrechnung fürchten sich auch die Reichen. Thank you.
Überall in Europa, vor allem aber in Deutschland, werden in den Kirchen große Truhen aufgestellt. Mit Geld sollen sich die Sündigen von ihrer Schuld freikaufen. Jedem, der zahlt und seine Verfehlungen bereut, verspricht der Papst einen Ablass von den Strafen im Fegefeuer. Wer der Kirche spendet, erhält einen Beichtbrief. Die meisten Gläubigen waren sicher, sie könnten mit solch einer Urkunde das ewige Heil erkaufen. Sich selbst, aber auch schon verstorbenen Verwandten. Ablassbriefe wurden als Formulare gedruckt. Johannes Kleeberger bezahlte die verlangte Gebühr, dann trug ein Pfarrer nur noch seinen Namen in den Vordruck ein und fertig war das heilige Geschäft. Als weltliche Macht beherrschte die Kirche noch immer ein Drittel ganz Deutschlands. Aber wie hatte sie sich verändert? Die Bischöfe verkündigten nicht das Evangelium. Sie machten Politik, vermehrten ihren Reichtum, schmückten sich mit prunkvollem Geschmeide. Danziger Priester trugen Gewänder aus Stoffen, die im Orient eingekauft worden waren. Schwerer Brokat galt als das edelste Gewebe. Je aufwendiger die Kleidung des Priesters, desto feierlicher sein Gottesdienst. Manche dieser kostbaren Tuche zierten Bilder oder Muster, die mit der christlichen Kirche nichts zu tun hatten. Auf diesem Gewand laufen von oben nach unten Schmuckbänder mit arabischen Buchstaben. Sie preisen einen muslimischen Sultan als weisesten aller Herrscher. Aber das wusste der Priester nicht, der diesen Mantel trug. Er konnte kein Arabisch, vielleicht nicht einmal Latein, die Sprache der Bibel. Es war üblich, sich ein kirchliches Amt zu kaufen. Bildung galt nicht als Voraussetzung. Erotische Bilder schmückten die Badestube im Regensburger Bischofshof. Die Prälaten waren Lebemänner. Bischöfe hielten sich Beischläferinnen. Der Papst zeugte Kinder. Die christliche Botschaft war zur Nebensache geworden. Überall in Europa, besonders in Deutschland, wuchs darüber die Empörung. Erasmus und Dürer beschimpften den Papst. Kritik steigerte sich zum Hass. Im Jahre 1521 zerbrach endgültig die Einheit aller Christen in Deutschland. Der Mann, der den Bruch ausgelöst hatte, musste sich in den Tiefen des Thüringer Waldes verstecken. Er war gebannt und geächtet. Die Häscher des Papstes und des Kaisers waren ihm auf den Fersen. Sie wollten ihn töten. Martin Luther lebte unerkannt, als Ritter verkleidet, auf der Wartburg in Sicherheit. Denn Freund und Feind glaubten, er sei ermordet worden. 4 schwere Jahre lagen hinter ihm. Er hatte den Papst angegriffen und die gesamte Kirchenmacht herausgefordert. Breite Schichten der Bevölkerung hatten sich auf Luthers Seite geschlagen. Sie führten den Kampf weiter, während Luther sich in seiner Kammer auf der Wartburg in eine große Aufgabe vertiefte. Er übersetzte die Bibel ins Deutsche. Die einfachen Menschen sollten das Wort Gottes nicht nur lesen, sondern auch verstehen können. Ich mühte mich, schrieb Luther später, Moses so deutsch zu machen, dass niemand vermuten würde, er sei ein Jude. Jeden Tag übersetzte er 10 Seiten nach der griechischen Ausgabe des Erasmus von Rotterdam. Er legte die Schrift so aus, wie es dem Lebensgefühl der einfachen Menschen entsprach. Diese Bibel sollte später zum Volksbuch werden. Endlich sprach Gott verständliches Deutsch. Noch hielt man Luther für tot. Hans Baldung in Straßburg schuf dieses Erinnerungsbild. Ein strahlender Nimbus umgibt das Haupt. Die Taube des Heiligen Geistes erleuchtet den Mönch. Unzählige Menschen kauften den Holzschnitt. Sie sahen in Luther den Märtyrer eines neuen Glaubens und den Nachfolger Christi. Alles hatte 4 Jahre zuvor in Wittenberg angefangen. Die Schlosskirche war Festraum der Universität. Luther ein unbekannter Mönch und Professor für Philosophie. 1517 verschickte Luther 95 Thesen gegen den Ablass an einige Kollegen. Ein Exemplar ließ er, heißt es, an die Tür der Schlosskirche schlagen. Ohne sein Wissen wurden die Thesen gedruckt und überall verbreitet. Luther leugnete die Allmacht des Papstes und berief sich auf die Bibel. Er sprach aus, was alle Welt empfand. Der Papst hatte spät auf das Mönchsgezänk reagiert. Politische Geschäfte hielten ihn ab. Sein Gesandter verhörte Luther. Kardinal Cajetan hielt dem Aufrührer vor, dass die Bibel der Auslegung bedürfe und dass der Papst ihr oberster Ausleger sei und deshalb über der Schrift stehe. Luther blieb fest, dass ich widerrufen sollte, da wird nichts draus.
1521 verhängte der Papst den Bann über ihn, eine Strafe, die den Tod bedeuten konnte. Sein Schicksal hing nun vom Kaiser ab. Karl V., der Habsburger, war eben erst mit Fuggers Hilfe zum Kaiser gewählt worden. Nach dem geltenden Recht hätte er über Luther die Reichsacht verhängen müssen. Luther wäre dann vogelfrei gewesen. Aber der 20-jährige Herrscher zögerte. Die Fürsten und Ritter in Deutschland forderten, ein Deutscher müsse persönlich gehört werden, bevor ein solches Urteil ergehen dürfe. Karl beugte sich. Einen Machtkampf konnte sich der Habsburger nicht leisten. Das Kaiserreich erstreckte sich von der Ostsee bis ans Mittelmeer. Innerhalb dieses Reiches besaß das Habsburger Herrscherhaus aus Wien die größten Territorien, Österreich, Böhmen und die Niederlande. Mit einer geschickten Heiratspolitik hatte Karls Großvater Maximilian bedeutende Gebiete auch außerhalb des Reiches erworben. Die Habsburger herrschten über Spanien, Sardinien, Neapel und Sizilien. Und ein noch größeres Territorium besaßen sie jenseits des Ozeans in Amerika. Karl V. machte Weltpolitik im Interesse der Habsburger. Seine Länder wurden im Osten vom mächtigen Osmanischen Reich bedroht. Karl versuchte, alle Christen zu einem Kreuzzug gegen die Mohammedaner zu sammeln, ohne Erfolg. Der französische König verweigerte sich, denn er sah in den Osmanen das einzige Gegengewicht gegen die Macht Karls des V. Frankreich war von habsburgischen Ländern umklammert und setzte sich zur Wehr. Es ging ein Bündnis ein mit den Heiden im Osten. Nun geriet Karl in Bedrängnis. Deutschland war in diesem Spiel der großen Mächte nur ein Nebenschauplatz und der Mönch Luther eine Randfigur. Worms, 1521. Luther hatte sich vor dem Kaiser verteidigt. Zuletzt stellte man ihm die entscheidende Frage, willst du deine Lehre widerrufen? Luther weigerte sich und Karl fasste seinen Beschluss. Ein Einzelner irrt, wenn seine Meinung gegen die der ganzen Christenheit steht. Denn sonst hätte sie ja heute und immer geirrt. 3 Wochen später, Luther war auf dem Rückweg nach Wittenberg, hatte der Kaiser die Reichsacht über Luther und seine Anhänger ausgesprochen. Um den Geächteten zu schützen, hatte der Kurfürst von Sachsen Luther auf die Wartburg bringen lassen, wo der streitbare Mönch nun seine Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche abschloss. Zur selben Zeit musste Kaiser Karl das Reich wegen neuer Konflikte mit Frankreich verlassen. Ungehindert breitete sich nun die neue Lehre aus. Luther hatte den Weg zur Bibel gewiesen. Darin stand nichts von Klöstern und Messen, nichts von Abgaben und Steuern. Und was hatten all die Dogmen der Kirche mit dem Evangelium zu tun? Die Bibel atmete den Geist der Freiheit. Auf Luthers Seite standen die Patrioten, die frei sein wollten von einem italienischen Papst. Mit Luther lehnten sich kleine Leute auf gegen Unterdrückung. Die Humanisten applaudierten ihm, denn er war gegen jede geistige Bevormundung. Alle fühlten, dieser Mann führte eine Umwälzung herbei. Der Kurfürst von Sachsen beschützte Luther auch weiterhin. Friedrich der Weise war von der neuen Theologie durchaus nicht überzeugt. Er besaß einen Ablassschatz von über 2 Millionen Jahren Nachlass der Fegefeuerstrafen. Aber Friedrich war gegen die Macht des Papstes. Deshalb förderte er die Reformation. Er ließ zu, dass in der Wittenberger Stadtkirche der Gottesdienst auf Deutsch gehalten wurde. Der Altar demonstrierte das Wesen der neuen Lehre. Im Mittelpunkt steht das Abendmahl. Jesus umarmt den Apostel Johannes. Er nimmt Abschied von seinen Jüngern. Im Abendmahl eines Gottesdienstes wiederholten die Gläubigen dieses Ereignis. Sie empfingen die Gnade Gottes und ihre Sünden waren vergeben. Wie die Jünger damals feierten sie die Gemeinschaft mit Jesus. Auch Luther ist auf dem Bild. Der Maler Lukas Cranach reicht ihm einen Becher. Links neben Luther Hans Luft, der seine Bibel druckte. Im roten Gewand, mit einem Jünger diskutierend, Melchior Lotter, Buchhändler in Wittenberg. Wie diese angesehenen Zeitgenossen Luthers konnte jeder fromme Christ der göttlichen Gnade unmittelbar teilhaftig werden. Priester als Vermittler zwischen Gott und den Menschen brauchte man nun nicht mehr. Das Abendmahl ersetzte die großen Messopferzeremonien der alten Kirche. Auf der linken Seite des Altars ist eine Taufe nach neuem Ritus dargestellt. Der Mann mit dem Trockentuch ist Lukas Cranach, der Ältere. Er hatte die ersten Bilder des Altars gemalt, bevor sein Sohn das Werk vollendete. Auch hier gibt es keinen Priester. Ein Professor aus Wittenberg, Philipp Melanchthon,
spendet das Sakrament der Taufe. In dem aufgeschlagenen Buch ist zu lesen, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Auf dem rechten Flügel erhebt Luthers Freund, der Wittenberger Stadtpfarrer Johannes Bugenhagen, die Schlüssel des Himmels. Er nimmt zwei Männern die Beichte ab. Der kniende Mann links bereut seine Verfehlungen aufrichtig. Es ist der Bürgermeister von Wittenberg. Ihm wird sich das Himmelsreich öffnen, denn er ist wirklich bußfertig. Der andere Mann ist mit gefesselten Händen dargestellt. Das Schwert weist ihn als Adligen aus. Er beichtet unehrlich. Darum ist der Schlüssel von ihm abgewandt und die Gnade Gottes ist ihm entzogen. Auf der unteren Tafel des Wittenberger Altars predigt Martin Luther von der Kanzel herab die Worte der Bibel. Die Gnade Gottes lässt sich nicht kaufen. Gott steht nicht außerhalb der Welt, sondern er ist bei jedem Menschen, ruft er seiner Gemeinde zu. Wer sündigt, muss sich immer neu rechtfertigen vor seinem Gewissen. Die Kirche kann ihm dabei nicht helfen, allein die Kraft der Heiligen Schrift. Luther nahm den Christen die Sicherheit, sie könnten mit guten Werken das ewige Leben erlangen. Indem er die traditionellen Glaubensregeln in Zweifel zog, versetzte er die Menschen in Unruhe. Albrecht Dürer hat diese Ungewissheit auf zwei großen Tafeln gemalt. Auf der rechten steht ein nachdenklicher, kahlköpfiger Mann. Sein Begleiter hat ein derbes Gesicht, aber reine Augen. Auch auf der linken Tafel zwei starke Persönlichkeiten. Dürer nannte sein Bild die vier Apostel. Er malte keine Heiligen, sondern die ersten Protestanten. Im Verlaufe des 16. Jahrhunderts zerbrach die Einheit der abendländisch-katholischen Kirche, der schon früher die Hussiten in Prag und Böhmen den Gehorsam aufgekündigt hatten. Reichsstädte wie Nürnberg wurden zuerst von der protestantischen Bewegung erfasst. Hier wohnten Buchdrucker und die meisten Leser Luthers. Scheinbar unaufhaltsam breitete sich die Reformation aus. Die meisten Bischöfe bekämpften die Reform, denn sie fürchteten um ihre Privilegien. Nur die Landesherren hatten genügend Macht, die neue Religion durchzusetzen. Sie vertrieben die Bischöfe und Äbte, schlossen die Klöster und übernahmen den geistlichen Landbesitz. Zentrale Kirchenbehörden wurden eingerichtet, Schulen gegründet, Bischöfe und Priester in der neuen Lehre ausgebildet. Ganz Mitteleuropa wäre von der protestantischen Bewegung erfasst worden, wenn nicht Kaiser Karl V. in die deutschen Verhältnisse eingegriffen hätte. Ein Abwehrbündnis entstand. Die Ausbreitung der neuen Kirche fand ihr Ende. Nur in der Schweiz und im Nordwesten des Reiches setzten die radikaleren Calvinisten die Reformation weiter fort. In der Mitte des 16. Jahrhunderts war das Reich in drei große Konfessionen gespalten und die alte Glaubenseinheit zerstört. Die meisten Menschen lebten in kleinen Dörfern auf dem Lande. Von Sonnenaufgang bis zur Abenddämmerung bestellten sie ihre Felder. Im Winter und Frühjahr musste die Saat in den Boden. Mit Gottes Hilfe konnte man im Sommer ernten. 4 Tage in der Woche arbeiteten die Bauern für sich, 2 Tage für den Grundherrn. Sonntags gingen sie zur Kirche, wenn es eine gab in ihrer Nähe. Die Bauern wussten nichts von Katholiken, Protestanten, Calvinisten. Weit weg in den Städten zerstritten sich die gescheiten Leute. Auf dem Lande aber führte man einen Kampf um das tägliche Brot. Manchmal kamen hohe Herren aus der Stadt in ihre Dörfer. Sie befahlen, mitten im schönsten Erntewetter zur Kirche zu kommen. Sie seien Visitatoren und würden nur einige Fragen stellen. Die Bauern kamen. Ja, sagten sie, der Priester lebe mit seiner Köchin zusammen. Nein, das Vaterunser habe er noch nie gesprochen. Aber er sei ein großer Freund des Messweines. Dann gingen die Bauern wieder an ihre Arbeit. Ihr Pfarrer aber wurde mit seiner Köchin verheiratet und im lutherischen Sinne umgeschult. In allen lutherischen Ländern prüften die Visitatoren, wie weit die Reformation gediehen war. Die Zustände erschienen schlimmer als vorher, denn die Bauern und Priester wussten nicht, was das ist, Reformation. Sie brachten alles durcheinander.
Man schickte Lehrer in ihre Dörfer, sie sollten endlich lesen und schreiben lernen, um Luthers Glaubenslehre auswendig aufsagen zu können. Die Bauernsöhne und auch die Töchter verließen die Felder und gingen zur Schule. Sie brachten dem Lehrer etwas Korn mit, dazu Brot und Eier, das war das Schulgeld. Ein Lehrer war noch viel ärmer als ein Bauer, der jedenfalls nicht hungern musste. Mit den neuen Lehrern und Pfarrern kam die Musik ins Dorf. Luther hatte sie geschrieben. Zunächst hörten die Kinder eine Predigt an. Jeden Tag von 12 bis 13 Uhr sangen sie unter Aufsicht des Pfarrers Choräle, Motetten und kleine Stückchen für den kirchlichen Gebrauch. Dann folgte eine Stunde lang Katechismus. Luther hatte den Bauern gesagt, alle Menschen seien gleich. Die Kirche habe keine weltliche Gewalt mehr. Adlige Ritter und Fürsten seien böse Buben und tolle Narren. Man müsse ihnen nicht gehorchen. Er hatte Gerechtigkeit gepredigt und die Befreiung des Einzelnen. Man solle sein Vertrauen in Gott setzen und endlich mündig werden. Als die Bauern von Freiheit hörten, meinten sie die Freiheit von leiblicher Abhängigkeit, von Fron und Abgaben. Gleichheit bedeutete für sie gleiches Recht. Im Jahre 1525 bewaffneten sie sich mit Knüppeln, Sensen und Spießen und begannen, Schlösser zu plündern und Klöster niederzubrennen. In riesigen Haufen verheerten sie das Land ihrer Herren mit dem Ruf nach Freiheit. Sie wurden totgeschlagen und Luther sah es mit an. Diese Freiheit hatte er nicht gemeint. Thank you.